Here I stand by myself on my own. What if I lose all control? So, es tapeziert ist, morgen wird gestrichen. Es muss jetzt erstmal schön trocknen hier alles. Und dann wird das natürlich an der Wandfarbe angepasst. Aber so ist es jetzt schön weiß. Sehr schön. So, und wir sind jetzt eben unterwegs. Wir müssen nämlich was gucken gehen für den Garten. Das ist wieder mir. Schuhe anziehen. Wo sind die Schuhe? Mausi. Ja, weiß ich nicht. Wo sind denn die Schuhe? Da. So, Schnuckiputz. Gut. So, da sind wir. Gartenkomfort XL. Das sieht von der Seite ganz anders aus als von der anderen. Muss ich erstmal zurechtfinden. Ja. Aber hier, Terrassen. Da. Du bist fast fertig. Du bist fast fertig. Jonas, das weiß ich am Lesen. Das lese ich heute noch zu Ende. Grex-Kagebuch. Das Buch. Ich war es nicht. Da vorne schon. Ja. Was ist das? Eine Kugel. Ein Wasserspiel ist das. Ja. Wie macht man das denn? Das läuft einfach so rum und dann ist da Wasser drin. Das ist cool, ne? Ist zum Gucken nur, ist nicht zum Spielen, Schatz. Was legst du? Big Whirlpool? Da ist das schon fast ein Schwimmbecken, ne? Ja. Wahnsinn. Schön, ne? Nee, ich will kein Whirlpool. Guck mal, was der kostet. Mein Gott. Viel zu teuer. So, das war auf jeden Fall ein Fail. Den Laden können wir nicht empfehlen, voll unhöflich. Und ja, kam einfach mal keiner oder so. Und als ich guten Tag gesagt habe, kam da auch kein Hallo zurück. Ja, also, hier, hi. Können wir Gartenkomfort können wir nicht empfehlen, da hinzugehen, was zu kaufen. Aber du bist ja ein sehr, sehr schwerer Mann, ne? Deswegen fahren wir jetzt woanders hin. Ich meine, so ein Terrassendach ist ja nicht gerade günstig, ne? Und dann so überhaupt nicht zu arbeiten, finde ich schon unding. Da bin ich ja sehr eigen, weil ich auch immer aus dem Einzelhandel. Hi. So, ich bin jetzt mit den Kindern alleine zu Hause. Rose ist zum Elternsprechtag von Joanna. Und Lamia liegt schon im Bett. Carlos liegt auch da hinten und zappelt ein bisschen. So, auch ein bisschen. Ich glaube, der muss mal. Und ich überlege, was ich mir zu essen mache. Und habe mir überlegt, ich glaube, ich mache Pizza. Genau, wir haben so einen Fertigteig, den werde ich jetzt ausrollen. Dann werde ich mir meine eigene Pizza machen. Genau, ich lege jetzt los, ich habe Hunger. Morgen, wir haben recht früh. Wir haben jetzt 7.44 Uhr. Joanna und Dominik sind schon aus dem Haus. Ich mache mir gerade einen Kaffee. Und ja, gestern habe ich die Handwerker im Haus. Und da hat das mit dem Bloggen nicht so geklappt, natürlich, weil hier war rappelvoll alles. Hier sieht es aus, überall. Ganz schlimm. Heute geht es direkt weiter mit den Handwerkern. Wir sind hinten bei Joanna, sind im Treppenhaus und in der Küche. Und ja, ich muss mal gucken, wie das klappt mit dem Bloggen. Aber ich werde versuchen, so ein bisschen halt, wenn die Zeit da ist und die Möglichkeit natürlich zu filmen. Ich habe gestern auch extrem viel gearbeitet, muss ich sagen. Und habe dann auch vormittags gar nicht dran gedacht zu vloggen. Ich musste viel, viel tun. Und Dom, Quentin, was ist los? Du warst gerade spazieren, ne? Du wartest jetzt auf dein Futter. Aber ich kann dir dein Futter erst geben, wenn die Kinder wach sind, weil ist das immer so laut, dass das ganze Haus davon wach werden, plus die Nachbarn. Nein, Quentin. Nein. Und ja, ich bin total müde, das sieht man, glaube ich. Und es regnet, es regnet. Es hat sich so richtig eingenieselt, so richtiges Nieselregen. Ich habe die Fenster vorgestern geputzt. Habe ich euch schon nicht, seit 3 Jahren erzähle ich euch, glaube ich, jedes Mal, wenn ich Fenster putze, dass danach anfängt zu regnen. Das ist... Ich hasse Fensterputzen. Über allermaßen. Ich bin ja nicht so, was Haushalt angeht, aber Fensterputzen ist so blöd, weil es wirklich bei mir jedes Mal danach anfängt zu regnen. Und das finde ich not nice. So. Und gestern Abend war ich duschen und habe diese Hammich ausprobiert. Die habe ich eigentlich für Lamia gekauft, aber die ist ja richtig, richtig toll.
haben mir auch einige in den Kommentaren geschrieben, boah, die Haarmilch von der Mea, von Balea, die ist total gut. Und ich habe die jetzt gestern Abend mal ausprobiert. Die sind ja, die Haare sind ja mega weich davon. Hallo, lachst du für mich? Lachst du für mich? Ja. Guten Tag, die Mama ist da. Zum Singen, zum Spielen, wieder ralalala. So, Lamir möchte gerne einen Kuchen haben, einen Apfelkuchen. Also muss ich gucken, dass ich jetzt ganz schnell hier irgendwie einen Kuchen zusammengebacken kriege in dem Chaos. Du willst mithelfen? Ruckzuck sind wir oben. Ja, ruckzuck. Na gut, dann wollen wir mal. Ruckzuck sind wir oben. Ruckzuck sind dann wir oben. Dann stell dich mal hin, dann kannst du das da rein tun. Den Apfelmus bitte. Apfelmus? Ja, hier in die Schüssel rein. Gut, mach ich. Machst du? Ja. Das ist gleich fertig. Ruckzuck sind wir oben. Ja, ruckzuck. Ich muss noch einmal lecken. Darf ich kurz? Ja, darfst du. Einmal. Dann gut, man. Nee, das ist nur Mehl. Warum? Hier kannst du den Apfelmus abschlecken. Danke. Bitte. Lass ihn mal eben lesen. Oh, das regnet immer noch. Das regnet den ganzen Tag, ne? Ja. So, wie viel brauchen wir? 160 Milliliter. Ja. Wunderbar. Schmeckt wunderbar. Okay, so, Äpfelchen geschält. Das ist immer noch. Was ist immer noch? Was ist denn das? Das ist ein kleiner Grill. Ja, der kommt da rein, genau. Mein lecker Kuchenli. Dein lecker Kuchenli? Ja, ich mach die Apfel rein. Warte, erstmal müssen wir den Teig da reinmachen. Wunderbar schmecken. Dein Kuchen wird wunderbar schmecken? Ja. Ups, haben wir ein bisschen gekleckert, du Mama. Ist nicht schlimm, jetzt kannst du die Äpfel drauflegen. Danke. Warte mal, ich gebe sie dir hier lang. Warte, warte. So, ich zeig dir wie, ja? Ja. So, zack. So. Genau, perfekt. Ein Kuchen. Sieht gut aus. Super. Mein Teig. Das ist dein Teig, ja? Mein Kuchen, Hanna. Gut, machst du das. Mein Kuchen. Mmh. Super. Du kannst das ja toll. Perfekt. Mein Teig. Da noch. Ja, dann kleben wir ein bisschen. Wo sind denn die Kleber? Die Sticker. Hm? Alle da, Becken, ne? Da. Und da. Und da. Und da. Mama, 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 Mama. Bitte, bitte, Pampe, Pampe, Pampe. So, wo waren die Bäume? Da, da, ja? Da. Ja, hier ist da noch einer. Danke. Bitte. Da, auf den Lianen. Da. Super. Schön. Du musst noch mal aufkleben. Noch einer? Okay. Das sind 1, 2, 3. Ja. Das sind die Fazis. Schöner sieht das. So, jetzt haben wir hier das Puzzle. Nein. Ein Puzzle, zwei. Welches möchtest du machen? Da.
das da. Das hier? Ja. Okay, ja, dann müssen wir diese Aufkleber hier nehmen. Die gehören dazu. So, jetzt muss der abkühlen. Nicht da dran. Ne? Okay? Puff das mal. Nicht da dran. Das tut weh. Nee, das pusten. Dann muss ich aber lange pusten, du. So, alles fertig. Jana kommt jetzt. Hallo, Mausi. Hey. Komm rein. Pass an der Wand auf, die ist gerade gestrichen worden. So, mach jetzt gerade Mittagessen. Es gibt Spinat mit Spiegelei, Eier aus dem Garten und Kartoffeln aus dem Garten. Yummy! Und hier ist noch Malamers Kuchen. Ich sag euch, Leute, der ist bam. Er sieht optisch super aus. Der riecht perfekt. Es ist sehr weich. Also ich denke mal, das wird sehr, sehr saftig sein. Und ich bin mal gespannt, wenn die Lamm hier wach ist, wenn wir den anschneiden. So, ich mache jetzt die Wäsche. Carlos ist dabei und liegt auf der Couch. Und dort werden Hausaufgaben gemacht. Den Kuchen, der steht hier. Warum hat der Glas denn nicht wieder da reingemacht? Weil es kaputt gegangen ist. Mein Kuchen. Den hast du gemacht? Ja. Darf ich auch mal probieren? Ja. Der wird angeschnitten vernünftig. Das sieht aber toll aus. Nicht abmachen, den müssen wir schneiden. Darfst du mir zuschneiden? Sollen wir zusammenschneiden? Ja. Gut, komm her. Mein Kuchen. Finger weg. Ich halte hier fest. Nein. Mein Kuchen. Gut. Soll ich den Rest machen? Ja. Mein Kuchen. Bist du stolz auf deinen Kuchen? Etwa? Etwa, ja. Jetzt ist das abgekühlt, Mama. Jetzt ist das abgekühlt. Ja. Wollt ihr Kuchen essen jetzt? Ja, ich will ihn zuerst. Warte, auf den Teller. Sahne haben. Möchtest du Sahne? Ja, Sahne. Ja, gerne. Das ist so viel. Oh, lecker, schmecker, frisch vom Bäcker. Bäcker la mia. Delicious? Delicious! Hier vorne, warte. So. Warte. So, probier. Ja. Schmeckt? So, Joanna wird gerade vom Turn abgeholt vom Dominik. Ich habe sie hingebracht, Dominik holt sie jetzt gerade ab. Ich habe jetzt hier erst schon schön getrocknet, schon Bilder aufgehangen. Die süße Lamia. Lamia und Joanna. Dann auf Mykonos Urlaub. Lamia und ich. Und das ist Dominik als Baby. Was süß. Und hier habe ich diese hier hingehangen. Das ist der Carlos. Dominik als junger Mann. Süß, voll die blonde Haare. Und dann halt hier halt die Mädchen. Jetzt muss noch der Spiegel da dran. Das Bild ist auch da oben. Und ich finde, das sieht schon so, so schön aus. Ja, ich finde das so schöner. Wenn das so weiß ist, da kommt dann noch meine Deko dran. Und die Lampe muss der Dominik noch da anbringen. Die hat der Maler leider kaputt gemacht. So, das ist so billig Ikea-Zeug.
Bin gespannt. Na? Na? War's gut? Ja. Wie war's? Ich hab mal Flickflack gelernt. Flickflack? Conny, komm. Oh, hat aufgehört zu regnen, endlich. Mama! Ja! Bitte was? Was mit dem Trampolin? Es ist nass. Ja, hat die ganze Zeit geregnet, ne? Ja, ganz halt geregnet. Und es ist einfach nass. Kann nicht wahr sein. Und die sind auch noch nass. Ja, das ist so, wenn es regnet. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Dann will ich noch mal. Ja, ich kann. Guck, ich kann es für Mama. Jetzt willst du schaukeln? Bisschen schief, ne? Das sind andere Kisten. Die Joanna kann einen Zaubertrick. Die hat hier 1, 2, 3, 4 Würfel. Ja, hab ich gewonnen. Rechts steht oben? 2. Hier sind 2 Augen. Ja, 2. 26, warte. 26? Ja, 26. Und die hier will ich lernen. 5, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ja, ah, wie geht das denn schon wieder? Hat mir eine Erzieherin von der Betreuung gezeigt. Aha. Hast du den Papa schon gezeigt? Nö. Ich mache heute eine Prüfung. Komm schnell. Gehst du den? Nö, ich verstehe den nicht. Wirklich toll, Joanna. Wirklich toll, Joanna, ne? Wirklich toll. Ich liege da in der Buch in meinem Zimmer. Ich bin mal gespannt. Ja. Kannst du die alle auf einen Haufen stapeln irgendwie und mir die oberste Zahl von der ersten, von dem ersten Würfel sagen? Mal die ganze Zunge. Die oberste willst du wissen? Mhm. 4. Oh gut, ich sage 24. Muss ich jetzt alle oberen zusammenzählen? Nein, 24. 3, 5, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ich schreibe das nicht, ich verstehe das nicht. Willst du nochmal machen? Mhm. Wieder mal hier. Jetzt mach doch nicht wieder. Logisch. Ja, doch, ist easy. Wie soll das denn easy sein? Ja, weil du immer die gleiche Anzahl auf den Vor- und Rückseiten hast. Egal, ja, aber egal wie du Würfel legst, oben und unten sind immer 7. Immer. Weil auf, bei der 6 die Rückseite 1 ist, bei der 3 ist die Rückseite 4, also es sind immer 7, bei der 5 ist die Rückseite 2. Das heißt, es sind, egal welche Seite oben liegt, wenn du beide Seiten zusammenzählst, sind immer 7. Ja, guck mal. Kannst du denn nicht mal ein bisschen Spaß in dem Leben gönnen? Und eigentlich wäre das so, dass ich jetzt einfach stapeln kann. Hab ich das ja verraten? Didn't take more than a second. So, so sieht Joannas Zimmer jetzt aus. Joannas Zimmer sieht viel, viel schöner aus jetzt. Müssen jetzt hier noch ein bisschen aufräumen. Und ja, bin mal gespannt, ob sie ihre Poster da dran machen möchte wieder. Ich persönlich finde es ja so schön, aber ich denke mal, sie will wahrscheinlich ihre Poster wieder da dran machen oder ein bisschen was verändern an der Wand. Aber Hauptsache, wir haben jetzt dieses Muster weg. Und hier die Fenster hat er auch richtig schön dicht gemacht, sodass man das nicht mehr so sieht. Oh, es ist dunkel jetzt.
dass da nicht so hässliche Kanten und Fransen sind. Also sieht wirklich sehr schön aus. Und ja, das ist Joannas Zimmer jetzt. Schön, sieht größer aus, heller, freundlicher, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich würde mich für jetzt verabschieden, wir sind nämlich jetzt 8:30. Joanna und Carlos kuscheln, bei mir ist im Bett. Und ich gehe jetzt nochmal in den Keller und hole meine Wäsche nochmal hoch. Ich habe nochmal eine Ladung Wäsche angemacht, werde die aufhängen. Und dann Joanna ins Bett bringen. Dominik ist unterwegs. Der ist bei einem Kumpel, die spielen da FIFA oder so. Keine Ahnung, was die machen. Und ja, das war's für heute auch schon. Und ich denke mal, dass ich eventuell noch den Vlog schneiden werde jetzt gleich. Mal gucken. Oder was nähen. Aber erstmal muss ich die Wäsche machen und dann Joanna ins Bett. Dann wird der Carlos wahrscheinlich gleich schon wieder Hunger haben. Naja gut, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne gute Nacht und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss!